La 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 la. Wir waren im Kino beim Film mit dem Dino. Darauf ein Glas Wein, dann gingen wir heim. Wir kannten uns 2 Tage, doch nicht mehr lang keine Frage. Sie ließ mich kurz allein und dann kam sie wieder rein. Und was musste ich da sehen? Hey, sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Hey! Tag! Ah, guten Tag, Frau. Tag. Neu heißt Schuhdone. Lena Schuhdone. Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Heimatländer auch nur ein Ausländischer. Du, Mann, ich dich heute erste Mal sehen, dann ich sagen Tag. Das heißt auf Ausländisch guten Tag. Hörst du mich? Schauen Sie, junge Frau, es geht doch. Jetzt habe ich Sie verstanden. Guten Tag, die Dame. Guck, das liegt an meinem Eiwein, freier Ausländischer, was ich weiß. Aber nein, guck, so ist das, ja, gell? Wir Schwaben, ja, egal wo wir näher kommen, wir strengen uns an. Eins verstorben. Was oder möchte, halt dein Gusch. Und was denn die anderen, gell? Bäuerer. Die kommen da rum aus Bayern, die schwätzen, wie dann in der Schnabel gewachsen ist. Und die von drüben, Butti haben nicht gefressen, das gehört da. Das war, du, da haben wir einen bei uns im Dorf. Seit 10 Jahren, der lernt nicht Schwäbisch. Glaubst du das? Ja. Da kennt dich auf der Sound aus. Zudem habe ich gesagt, mit dem Arsch guck dir nicht mehr an, wenn du das nicht schwätzen lernst. Nein. Junge Frau, bleiben Sie ruhig hier. Ja, Fräulein, ich bin ja gerade erst gekommen. Ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ach so, ja. Ich brauche Schuhe. Ja, bestimmte? Für Fiese. Oh. Nein, Sie haben mich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Ich meinte, wissen Sie, in welcher Richtung? Oh, ich laufe in alle Richtungen. Egal, Hotnum, Hischnum, Händische, Fische. Ich überall laufen, wo muss ich? Nein, wie soll ich es Ihnen erklären? Wissen Sie, was... Hast du noch schwätzt, doch, damit ich verstehe. Ja. Wissen Sie, was möchten Sie gerne? Schauen Sie her, junge Frau. Möchten Sie, Möchten Sie zum Beispiel gerne High Heels? High Heels? Neu zum Haierhauen eine Gummistiefel. Ja, dann müssen wir schauen. Wissen Sie, was wir Heimat, das wäre schön, hä? Der wäre ja schön. Oh, und guck mal, der. Heimatländer. Sachte mit diesem Schuh. War der kein viel kosten, oder? Warum? Hat er mir ja die Hälfte rausgeschnitten. Also, junge Frau, sachte mit diesem wunderschönen Schuh. Ich erkläre Ihnen diesen schönen Schuh. Dieser Schuh, das ist ein echter Versace Collection Saddle Branded High Top Sneaker. Was hat der da? Das ist ein Versace Collection Saddle Branded High Top Sneaker. Lass me go. Ein wunderschöner Schuh für Damen, sehr, sehr biegsam. Und junge Frau, jetzt kommt's. Sie werden staunen, wenn Sie den Preis dieses Schuhes hören. Dieser Schuh kostet Sie sage und schreibe nur 799 Euro. Heiland, da kann ich ja eine Kuh kaufen. Also, Sie sehen, dieser Schuh hat gerade nur so auf Sie gewartet. Oh Mann, da steht er schon lange in deinem Regal drin. Warum? Weißt du, ich war zuletzt 75 beim Schuh kaufen. Wann? Ich Schuhe gekauft. 1975. Oh, und also, das ist ja schon sehr lange her. Also, junge Frau, dann würde ich sagen, haben Sie sich neue Schuhe verdient. Oh, nein. Ich nix wollen Schuhe verdienen. Ich wollen Schuhe kaufen. Weißt, ich galt wie ein Sautreiber.
Ja, ich verstehe, gnädige Frau. Guck, ja. Das liegt an meinem einwandfreien Außerländischen, was ich schwätze. Ja. Da verstaubt jetzt, man jetzt dich. Wollen wir schauen, Heima, was... Heima, das ist ein schöner Schlappe. Sag dich. Heima, der ist ja ganz verdorbet. Du musst auch deine... Also bitte. Du musst auch deine Schuhe putzen. Ja. Heima, der ist nicht schlecht. Ja, gell, da... Sag für mal. Schöne Füße, ja. Ja, klar, da brauchst du auch Füßler wie Rehle. Ja, also diesen Schuh haben wir am Lager auch für Kuh. Nein, also jetzt haben Sie mich falsch verstanden. Ich meinte, diesen Schuh haben wir am Lager auch in größeren Größen. Bitte. Ja, dieser Schuh, das ist ein Gucci. Oh nein, ich nix wolle Fucci. Ich wolle Halbschuh He. Ja, das ist ein Gucci Lafer's Bettis Klemmer. Für Damen ein wunderschön geformter Schuh, sehr, sehr biegsam, wie Sie das wünschen. Und junge Frau, jetzt kommt's. Sie werden wieder staunen, wenn Sie den Preis dieses Schuhes hören. Bin ich überzeugt. Ja. Dieser Schuh kostet Sie sage und schreibe nur 595 Euro. Ah, das geht ja, das sind keine 600. Ja. Und das ist noch nicht alles. Bei diesem Schuh für Sie gratis, das heißt ohne weitere Kosten mit dabei, dieses... Na, dieses Lederpflegespray, Inhalt 100 Milliliter. Na, was sagen Sie jetzt? Na ja, ich schon wissen, egal ob Verlatsche oder Fucci, der Glanz ist immer gleich Fucci. Ich nix will in deine Bixe. Ich meine Schuhe einschmieren mit Melkfett. Ja, da glänzen sie gottsallmächtig. Wie glänzen die? Dann glänzen wir Babyfiedler. Scheißele, Erschle, was weiß denn ich? Ja. Ich meinte ja nur. Ja, meiner kennst du schon. Ja. Heimat, jetzt guck dir diese. Ja, also. Ja, lass mich auch, wenn du mit dem in die Kirche gehst. Heulen, da fallen die Hunde. Also, ich glaube, der nehme ich mit. Nein, der passt Ihnen nicht. Ach, der ist zu klein. Aber ich war doch gestern bei der Klauenpflege. Bitte, pass auf. Ja, hebe mal hinten. Was soll ich tun? Hinten heben. Ja, heile. Herrgott, jetzt mich heben. Der Arsch muss nicht rein. Der Fuß muss rein. Ja. Heimat, mir da den leichter Schachtel kaufen von dem Schuh. Ja. Du, ich den besser passen. Ich sagte doch, in ihrer Größe habe ich dieses wunderschöne Modell Pier One leider nicht mehr. Aber, junge Frau, vielleicht wäre dieser super elastische Hochfrontpump eine Möglichkeit. Mit Abstand das schönste, modernste, günstigste und preiswerteste, was ich die letzten Jahre hier an Damenschuhen hier am Lager hatte. Aua. Und junge Frau, Sie werden jetzt staunen, wenn Sie den Preis dieses Schuhes hören. Ach komm. Dieser Schuh kostet Sie sage und schreibe nur 49 Euro. Lass mich go. Ja, natürlich. Guck's geht doch. Oh, und das ist noch nicht alles. Bei diesem Schuh für Sie gratis, das heißt ohne weitere Kosten mit dabei, dieser. Haha. Schuhlöffel aus Metall. Unkaputtbar. Das wurde zusammengehört. Der sieht aus, wie wenn der mich überleben würde. Hä? Ja. Ja, der nehme ich gleich mit. Aha, der gehört zu. Du tust der Schlappe auch. Wie meinen Sie das jetzt? Diese Schuh, nix verrecken vor mir. Ach, jetzt habe ich Sie verstanden. Sie meinen, wie lange dieser Schuh hält? Oder so. Junge Frau, da kann ich Sie beruhigen. Dieser Schuh hält Sie ewig. Passen Sie auf, ich rechne Ihnen das mal aus. Wenn Sie diesen Schuh zum Beispiel 5 Jahre lang jeden Tag tragen, was Sie dieser Schuh pro Tag kostet. Aha. So, 5 Jahre sind wie viele Tage? Sagen Sie nichts. Sie wissen das nicht. So sieht es. Ich rechne Ihnen das mal eben. Moment, 5 Jahre sind 4...
Das sind 1825 Tage. Heimatle. So, wir nehmen wieder den Preis von diesem Schuh. Was kostet dieser Schuh? Sagen Sie nicht, Sie wissen das nicht, weil er so günstig war. Es waren 49 Euro. Wir nehmen also diese 49 Euro, teilen das durch 1825 Tage, dann kostet Sie dieser Schuh, pro Tag kostet Sie dieser Schuh. Nur, Moment, ich rechne Ihnen das mal eben. Und der muss auch anholen. Pro Tag kostet sie dieser Schuh dann nur 0,03 Euro Cent. Spitz, pass auf, du hast Schaltjahr vergessen. Dann sind das eben 0,04 Euro Cent. Es sind Cent. Oh, dann diese Schuhe schon teuer. Also. Dann ich lieber meine alte Schuhe nochmal beppen. Wie? Beppen. Weißt, alte Schuhe, ganz günstig gewesen. Wie günstig? Ich geerbt von meiner Tante Josephine. Aber, ganz günstig, nichts gekostet. Wie nichts gekostet? Nichts, null, niente, rien, nothing, nada. Und drum gang jetzt ohne Schuhe aus deinem Lada. Vierte.